Rentenerhöhung 2021. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Zum 1.7.2021 gibt es, und das wissen wir nun leider, für unsere westdeutschen Rentnerinnen und Rentner keine Rentenanpassung, keine Rentenerhöhung. Für die ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner gibt es eine kleine Anpassung von 0,72%. Warum gibt es im Westen keine Rentenanpassung? 2020 war und ist das Corona-Jahr. Das heißt also, wir haben dort eine sehr, sehr hohe Corona-bedingte Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit gehabt und deshalb sind die Löhne und Gehälter in Gesamtdeutschland nicht gestiegen, sogar eher zurückgegangen. Im Westen bedeutet das also, dass unsere Rentnerinnen und Rentner nicht an den Briefkasten gehen brauchen. Sie werden keine Rentenanpassungsmitteilung erhalten. Die deutsche Rentenversicherung wird, weil die Rentenanpassung hier im Westen ausfällt, nichts an Sie versenden. Das heißt also, Sie kriegen keine Nullmitteilung. Im Osten gibt es die 0,72% Rentenerhöhung und der Grund ist ganz einfach, es steht im Gesetz geschrieben. Trotz der Tatsache, dass auch im Osten die Löhne und Gehälter gesunken sind, gibt es eine leichte Rentenerhöhung von 0,72%. Das hängt mit der sogenannten Rentenwertanpassung oder Rentenwertangleichung Ost an West zusammen, die im Gesetz niedergeschrieben ist. Eine frohe Botschaft kann ich schon mal übermitteln. Es wird dafür aller Voraussicht nach im Jahr 2022 eine knackige Rentenerhöhung für unsere westdeutschen Rentnerinnen und Rentner und auch für die ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner geben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.